Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei dieser weiteren Folge von Thomas Ifer Garage. Freut mich sehr, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute zu Gast beim Low-DDR-Meeting bei den Jungs von Ostblock MV in Klevenow an der Ostseeküste. Und ja, wollte euch heute bei diesem, glaube ich, ganz besonderen und speziellen Treffen ein bisschen mitnehmen, ein paar Eindrücke übermitteln und hoffe, dass ihr da genauso viel Spaß habt wie bei den anderen Folgen. In diesem Sinne erstmal viel Spaß und bis gleich. Schwer erkennen könnt, habe ich die Doktorsterne jetzt tatsächlich drauf, aber ich sage es euch ganz ehrlich, die einige vielleicht schon unter euch werden das sehen, das ist genau das, was ich eigentlich nicht wollte, mit dem Bett, was ich nicht wollte, und so richtig zufrieden, bin ich ehrlich, stimmt es mich nicht. Ich habe ja übelst viel probiert, Scheibe hin, Scheibe her, Außenbett hin, Außenbett her, was auch immer, vollkommen wurscht, aber Bremssattel habe ich nie dran geschraubt, weil die immer beim Lackieren waren und so, und erst in letzter Minute habe ich alles dran gebaut, entlüftet, bibabo, und wollte jetzt diese Felge dran stecken, und naja, wie soll ich euch sagen, ohne Adapterplatte passt das Rad nicht am Bremssattel vorbei. Richtig ärgerlich, ich musste also hinten eine 15er Platte drauf machen, damit das Rad überhaupt hier am Sattel vorbei passt, und dementsprechend musste ich natürlich unheimlich viel Sturz einstellen. Und ja, am Ende ist die Hinterachse genau so geworden, wie wir sie eigentlich nicht wollten, mit viel Sturz und Klemmbett. Vorne ist von der Sache her fast das gleiche. Also hier passt vielleicht gerade so Blatt Papier dazwischen. Ich musste von meiner 30er Spurplatte weg auf eine 20er, weil es sonst im Radkasten hier geschliffen hat. Und das war entsprechend mindestens genauso ärgerlich. Von daher auch vorne nur so ein, naja, ich will nicht sagen Teilerfolg, aber nicht so das, wo ich eigentlich hin wollte. Wundert euch quasi also nicht, wenn es mich jetzt nicht so kickt, was die ganze Geschichte hier anbelangt. Ich bin nach wie vor nicht so richtig am Ziel angekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Und es ist auch wieder so richtig typisch für mich. Am Arsch mal alles bauen und bibabo und dann am Ende feststellen, ach, das hättest du vielleicht doch nochmal probieren können. Ist jetzt so, kann ich nicht ändern. Aber es ist ja jetzt trotzdem nicht das schlechteste Rad, ja. Und ich dachte mir jetzt, nachdem die Sonne rausgekommen ist, nehme ich euch einfach mal, bevor jetzt der ganze Trubel und so hier richtig losgeht, einmal ganz kurz mit über den Platz. Wie gesagt, das ist hier so ein altes Schloss, also zumindest heißt es Schlossstraße, und ein wunderschöner Park hinten dran, wie das eben früher so üblich war. Und da gucken wir jetzt einfach mal hin. Das ist jetzt quasi die Rückseite des Geländes hier. Steht schon ein schöner B50. Ja, hier drüben ist der Zeltplatz. Da bin ich gerade hergekommen. Und hier stehen dann nachher die ganzen Autos. Da oben ist das Schloss. Und vielleicht treffen wir ja schon den einen oder anderen. Wie gesagt, ein bisschen Material steht schon da. Schauen wir mal. Das ist hier so ein bisschen der Eingangsbereich. Hier ist dann die sogenannte Fressmeile. Rückseite vom Schloss. Ist schon fürstlich hier. Ist schon fürstlich.
down, what? Might as well just burn it down. It's always when I'm inside my mind, I find it hard to bury. Cause it gets cold and blurry. Yeah, it gets cold and blurry. She took my heart and then discarded all the evidence. All of her actions were a clear case of malevolence. Like I know money, it's getting sunny. Without a hand, it's make or break. When you never did stand a chance. Tommy's up, don't you tell a soul how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change to. And baby, you can really try if you climb your way up. Shit out of luck. Nobody will help if you find too close to the sun. Cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. Burned. Yeah, you're gonna get burned. I'm gonna take it down. Kinder der Nacht. Wie ihr seht, ich bin gut wieder gelandet hier in Good Old Merseburg und hoffe, ihr hattet von den bewegten Aufnahmen, die ich euch so hier mitgebracht habe, einen kleinen Eindruck von diesem für mich das erste Mal so VIP-Mäßchen, also wo du hier so ein bisschen Bewerbung schreiben musst, treffen, was richtig, richtig, richtig fett war. Wirklich jetzt, ohne Scheiß, das ist wirklich eine Geschichte, wo ich sonst immer nicht so dafür war, also hier mit Bewerbung schreiben und bibapo, aber das hat dann doch am Ende des Tages eine andere Qualität und Klientel, wie so ein komplett offenes Dorftreffen, so muss man es einfach klipp und klar sagen. Das sage ich ganz einfach aus dem Grund,
weil, wie gesagt, es war so mein erstes Treffen, wo nur in dem Falle tiefer gelegte, modifizierte Fahrzeuge halt da waren. Und ich finde, das macht so einen Besucherkreis, der halt wirklich genau das sucht, will, gucken will, drüber schwatzen will und so weiter. Da ist halt niemand, der dich für dein tiefer gelegtes Auto in irgendeiner Form irgendwie blöd anmacht, so sage ich jetzt mal. Und das ist das, was mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen hat. Also, dass du eben komplett 100% gleichgesinnte Jungs und Mädels mit so richtigen Narre im Kopf einfach da rumspringen hast und genau die dieselbe Leidenschaft zu 100% teilen wie ich, sage ich jetzt mal. Und deswegen, wie gesagt, war das eine echt geile Veranstaltung. Gerne mehr davon. Riesen Respekt an die Jungs und Mädels von Ostblock MV. Also hier von wegen Bierwaren selber besetzt und so weiter. Jeder weiß, der das mal gemacht hat, dass wenn du das so immer in deinem Leben irgendwie da so machst, das ist ein ganz schöner, naja, das schlaucht ganz schön und das, da brauchen wir eigentlich eine Weile, bis man da so drin ist. Aber die haben das wirklich gut gemacht. Essen war gut, was es so da gab. Also die Fressmeile und so weiter. Genauso wie die Möglichkeit, dass man halt duschen konnte und so weiter. Also richtig, wirklich rundum Sonntag kleines Frühstück gekriegt und so weiter. Rundum wirklich eine absolut gelungene Veranstaltung, auch vom Wetter und so weiter. Abends Disco, ja, ich hätte mir vielleicht ein paar 90er gewünscht, oh, aber ach, alles gut. Summa summarum, wirklich geile Leute am Start, ich wiederhole mich da sehr gerne. Riesen Dank für die Einladung, dass ich teilnehmen durfte, für die Orga, und ich ziehe wirklich meinen Hut imaginär vor euch, liebe Jungs und Mädels von Ostblock MV, dass dieses Low DDR Meeting so eine geile Veranstaltung geworden ist. Und mit diesen Worten zum Mittwoch verabschiede ich mich sehr herzlich von euch. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dabei wart und so weiter und so fort. Und ja, hoffe einfach mal bis nächste Woche. Und deswegen, bis dahin, euer Thomas.